warum? Nur kurz. Wir gucken nur kurz rein. Natürlich mit dem Expertenmodus. With my daughter safe at last, I could finally relax. I defeated, or rather saved, Captain Henry Remington and his beloved. However, we were still stranded on some forgotten Caribbean island, with only a skeletal crew awaiting us on the ghost ship. And then came the bottle. Eine ominöse Flasche. Oh mein Gott, eine ominöse Flasche. Mit der ich durchs Bild fahren kann. Hui, hui, hui. Wer auch immer dies findet, wir wurden während einer Forschungsexpedition angegriffen. Unser Schiff ist durch übernatürliche Kräfte zerborsten und gestrandet. Wir bleiben ohne andere Kommunikationsmittel zurück. Die Überlebenden brauchen medizinische Hilfe und Transport. Die Koordinaten lauten ungefähr 14 N 10 30 67 S 58 28. Sir John Bartes, Captain der Dutchman, 2. Dezember 1903. Ah, hier das Kreuz symbolisiert wahrscheinlich die Stelle, wo die sind. Oh Gott, nur als ein nützlicher Gegenstand gefunden. Karte, es geht schon wieder los. Und wir haben eine Scherbe genommen. Oh mein Gott, wir gucken nur mal ganz kurz rein. Ich, Mom! I'm so relieved! I was sure you'd come to my rescue. But it's not over yet. We still have to escape from this island somehow and return to the museum. Those undead sailors look like they're waiting for us. But I'm not going to be the first on board. I've had enough paranormal events for a lifetime. Was? Warum? Mom? Could you check what's going on with the skeletal crew? Warum? Ich will nicht mehr. Ich, was war da? Hey, ich war noch. Ich war gerade. Irgendwas war am Leuchten. Warum? Ich. Okay. Dieses Schiff ist schon seit mehreren hundert Jahren nicht mehr zu gebrauchen. Es wird uns nicht sicher nach Hause bringen. Okay, was haben wir? Okay, wir können hier ans Deck gehen. Wir können reden. Ich. Okay. Hä? Ist das schon wieder Remington? Alter. Remington, du alter Knopffuß. Was ist das denn? Natürlich ein Schöpflöffel. Ja, geil. Es geht schon wieder von vorne los. Können wir... Was ist das denn? Einige dieser Gegenstände sind verhadert. Ich muss die Netze zerschneiden. Ja, dann mach's mit der... Wir brauchen, Oh ja, okay, ich, Ja, ganz toll. Ja, wow. Ach so, Kompass. Entschuldigung. Und was kriegen wir jetzt? Ein Kompass. Nein! Ein nützlicher Gegenstand. Kompass. Cool. Das ist doch dasselbe Schiff, nur andersrum. There she is, our beloved Madam Captain. Yes, you! We heard that our former Captain Remington ultimately resigned his position. And we've elected you for our new shipmaster. Aye, aye, Madam Captain. We can set sail as soon as you find me last good eye. I can't sail without me eye. Would you please get it for me? Ohne Augen kann ich nicht segeln. Hier, nur den Löffel. Oder den Kompass. Oder die Karte. Okay. Wir müssen... Oh, es geht schon wieder los. Wir müssen ein... Da gehe ich bestimmt nicht mehr hinein. Das steht fest. Alter, wir sollen ein Auge finden. Ernsthaft. Warum spiele ich dieses Bonus-Kapitel eigentlich noch? Das kann ich... Wo soll ich denn, hä? Wo soll ich denn hin? Was? Was? Gehen. Ach, gehen. Hä? Nein, dann bin ich mal wieder bei ihm. Ich will ja nicht bei ihm sein. Warte mal, was ist denn hier? Ich habe ein Auge gefunden, grünes. Mit dem zweiten sieht man besser, kennst du doch. That's better. Now, show me where you want us to go. Do you have a map or the coordinates? Ja, habe ich. Warte, hier ist eine Karte. Well, we can almost weigh anchor, but I need a compass to guide this old boat. Habe ich auch. Habe ich schon fertig gemacht. Hier.
And so we set sail for the mysterious ship, hoping to find people willing to aid us. Instead, we were the cavalry, riding to someone else's rescue. Oh nein, ich dachte, es wäre vorbei. Here we are, that's the spot that was marked on the map. Feel free to board this sundered ship and plunder it to your heart's content, Madam Captain. After all these years, we're a bit out of practice, so we'll stay here and wait for you. If you find another map with coordinates, we can resume our voyage. And take this rope. Good rope always comes handy. Ja, ein Seil haben wir gekriegt von Ihnen. How's the search going? We won't set sail until you find us some proper coordinates. Ja. Those skeletons make me feel uneasy. They keep looking at me funny. But this halved ship may conceal even more dangers, so I'd better stay with them. Anyway, we're stuck here until you tell our scatterbrained sailors exactly where to go. And that scientific vessel should provide you with maps of the Caribbean. But, Mom, please be careful when you explore outside. I'm sure those decomposing sea wolves could give us a lift if you show them where to go. Ja, ciao. Ja, hallo. Hallo. Ich brauche etwas anderes, um die Schüssel vorzuziehen. Wie wär's mit dem Seil? Guck mal. Hallo. Guck mal, die kleine Schnecke ist wieder. Die Schnecke ist wieder da. Der Krebs ist wieder da. Alter. A map of the salvaged half of the damaged ship. It might be useful. A map of the salvaged half of the damaged ship. It might be useful. Das wird mir nicht helfen. Okay, da müssen wir irgendwie Floß rüberziehen. So, Unterdeck. Oh Gott, nein. Warum spiele ich das Bonuskapitel? Nein. Gott. Mit dem Seil. Nein, ich brauche jetzt was anderes. Okay. Was ist denn... Okay, Messer, zoomen. Oh Gott. Ich dachte, das geht nur zwei Bilder oder so. Nein. Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Enterhaken. Benutzen. Was kann ich denn... Ah, hier. Ein Rettungsring mit Seil. Sehr geil. Nach dem Zusammenprall übernahm die tropische Vegetation das Schiff. Klingt komisch, ist aber so. So. Ja, was haben wir hier? Leuchtkäfer. Sie leuchten sehr hell, aber sie sind zu schnell, um sie mit bloßen Händen zu fangen. Na, dann nimm doch keine Ahnung, einen Enterhaken. Oder deinen Kopf. So, Zucker haben wir hier. Pfeife, Füller, Brille, Ring, Perle. Oh Gott. Brille ist hier. Da ist die Pfeife. Das war eigentlich eine Zigarette, aber egal. Frosch. Ja, ne, das ist kein Frosch, das ist ein Gecko. Da ist ein Frosch. Hauptsache das Licht brennt. Ja, genau. Ist, ja. Das sind wahrscheinlich auch die von der Titanic, die immer noch am Fiedeln sind, obwohl das Schiff untergeht. Die sind wahrscheinlich hier auch auf dem Schiff noch drauf und spielen noch, weißt du, die Kapelle vom Schiff. So, Löffel. Nein, wir brauchen wieder so einen Schöpflöffel. So einen Schöpflöffel. Ein Aschenbecher. Wo ist ein... Da ist der Aschenbecher. Aschenbecher. Fächer ist hier. Der Füller ist auch da. Wo ist denn... Ist das der... Das ist der Schöpflöffel. Oh, ein Ring... Ring. Ich habe einen Ring um meine... Perle, Knochen... Knochen? Da ist Knochen? Das ist doch Knochen, wollte ich schon gerade sagen. Ist schon Teestunde? Ja, ist es schon. Taste rechts am Ende des Schwertes. Was? Ach, da. Ist schon Teestunde? Ja, dann nimm doch hier die Tee... Alter. Ja, jetzt haben wir die Tasse. So. Hier ist eine Perle. Auf dem Schwert. So, wir brauchen noch den Ring. Wo ist denn der... Wo ist denn der Ring, bitte? Hier. Hat er sich versteckt? Guck an. Oh Gott.
Wir haben eine Perle gefunden. Schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das Spiel mobbt mich. Ich merke das. Arschlochspiel. So. Oh, was ist denn? Eine Truhe mit einem... Mit einer Aussparung. Das Seepferdchen ist in das Schloss eingeritzt. Warum? Oh Gott. Okay, hier können wir nichts mehr machen. Kann ich hier mit dem Haken was machen? Mit der Perle? Nein. Kann ich hier was machen? Ich glaube, wir müssen draußen was machen damit. Kann ich ihm hier das wegnehmen? Zack. Haha. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Kann ich hier den Ring benutzen? Alter, hast du das gesehen, wie die werfen kann? Ist ja unfassbar. Ganz ehrlich. Oh Gott. So möchte ich auch mal werfen können. Nest, Käse. Warte mal, Käse habe ich schon gesehen. Ist hier. Zylinder, Krücke ist hier. Hier ist übrigens auch ein Seepferdchen. Angelrute, Halskette, Zylinder, Machete, Libelle, Gabel, Zwirn, Wein und Nest. Nest, da ist der Zylinder. Das. Da ist das Nest. Zwirren. Zwirren, Zwirren, Zwirren. Alter. Machete ist hier. Angelrute. Das ist eine Angelrute. Das ist keine Libelle. Ich glaube nicht. Da ist die Libelle. Ja. Halskette. Ich boost die Halskette. Hallo. Halskette. Wo bist du? Der Wein beim Schuh. Ach ja, stimmt. Tatsache. Wie einleuchtend. Kaffeemühle. Halskette, Zwirn und Gabel. Ach, da ist die Kaffeemühle. Hier oben. Okay, Halskette, Gabel und Zwirn. Was ist mit Zwirn denn gemeint? Das ist wieder so... Zwirn, so Fadenzwirn. Die Kaffeemühle. Oben rechts bei der Banane. Ja, haben wir schon. Aber danke. Ist das... Gabel beim Schuh? Beim Schuh ist die Gabel? Das ist... Mit... Tatsache. Wir brauchen noch einen Zwirn. Ist das der Zwirn? Tatsache. Alter. Ganz ehrlich, es wird immer besser. Krücke. So, wir haben eine Krücke bekommen und den Schlüssel und damit können wir eigentlich, denke ich, mal hier rein. Warte mal, kann ich mit der Krücke hier oben die Dings runterholen? Natürlich, das ging vorher mit dem Haken, ging das nicht. Ah, komm, es ist, ich sag dazu gar nichts mehr. So. Boah, diese Animation, das ist so... Wer ist das denn? Oh mein Gott. Dieser verschrumpelte Leichnam erinnert mich an Remington. Und ich erinnere mich nur zu gut daran, was passiert, nachdem ich... mich mit ihm eingelassen hatte. So, was haben wir denn hier? Ich muss eine Perle einsetzen. Ich muss eine Perle einsetzen. Oh, komm, ey. Ernsthaft? Die Dutchman vor dem Zusammenprall. Wirklich beeindruckend. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Das ist wahrscheinlich eine von den Programmierern. Die ersten Tage auf der Dutchman. Großartiges Wetter. Mhm, er sieht glücklich aus. Wäre ich auch. Ich habe ein... Was ist denn das? Ein Stein gefunden. Die Dutchman fliegt davon. Ein Forschungsschiff unter dem Kommando von Captain John Banks ist in der Karibik ausgelaufen, um herauszufinden, ob die alten Mythen der Wahrheit entsprechen. Bates ist ein namhaftlicher Wissenschaftler, der gemeinsam mit seiner Crew die Legenden um den berühmten Davy Jones, der in vielen Seefahrergeschichten eine Rolle spielte, ein für allemal auf den Grund gehen will. Sehr schön. Finde ich sehr interessant. Hat sie die Zeitung jetzt eingesteckt? Wofür? Wofür braucht die eine Zeitung? Wahrscheinlich, um aufs Klo zu gehen. Ich weiß es nicht. Ein paar Teile der Schallplatte fehlen noch. Und warum spiele ich das? Das ist ein Bonuskapitel, aber es ist schön, dass es so lange geht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Es,
kann man nicht viel erwarten von anderen Spielen, muss ich sagen. Es gehen Bonuskapitel immer nur so, weiß ich nicht, 10 bis 20 Minuten. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh mein Gott. Der Griff fehlt. Dann nimm den Stein oder die... Oh Gott, komm. Verschlossen. Haben wir sonst irgendwas hier? Zoomen. Ich kann etwas hineinschieben. Ich verstehe. So. Nein, es geht nicht. Ich muss den Schlüssel da durchdrücken. Achso, okay, alles klar. Versperrt. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Alter, du musst da durch das Loch greifen und kannst die Tür aufmachen. Aber nein, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss irgendwie was... Ja, ist ja egal. Aber sie will irgendwas durchschieben. So. Ich benötige etwas Scharfes, um den Deckel aufzuhebeln. Oh Gott. Ein Köcher haben wir jetzt bekommen.